Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte und ich will in diesem Video Ihnen zwei Charts zeigen, die, ich denke, genau das illustrieren, nämlich dass Bilder sehr aussagekräftig sind und das Geschehen absolut auf den Punkt bringen. Und das erste Bild, der erste Chart, den ich Ihnen zeigen will, stammt von CNBC und hier sehen wir mal die Earnings, die Quarterly Earnings per Share, also die Gewinne pro Aktie zwischen Dezember 2018 und Juni 2021 und dann sehen wir, ja, das ist um und bei immer so 40 Dollar. Gewinn pro Aktie bei den Unternehmen hat sich nicht wirklich viel verändert. Jetzt gucken wir aber mal den S&P 500 in diesem Zeitraum an und sehen, der Index hat sich fast verdoppelt. Mithin ist also die Kurssteigerung, die massive Rallye des S&P 500 eben nicht auf die Gewinne der Unternehmen zurückzuführen. Es hat daher eigentlich keinen fundamentalen Grund, sondern es hat wohl fast ausschließlich einen monetären Grund, sprich die Geldpolitik der Fed. Die Flut hebt alle Boote, die Liquiditätsflut hebt alle Boote und wenn dann die Flut mal weg ist, dann sieht man in der Ebbe vielleicht auch, wie er nackt gebadet hat, aber das ist etwas anderes. Jetzt schauen wir uns den zweiten Chart an, nachdem wir hier also sehen, fundamental hat sich für die Unternehmen relativ wenig verändert, aber die Aktienkurse haben sich verändert und das liegt an dem QE, vor allem der Fed, dem Quantitative Easing, den Anleihekäufen der Notenbank, die versucht damit ja die Renditen unten zu halten, gleichzeitig die Kreditvergabe zu stimulieren, indem eben Kredit günstig bleibt, praktisch erlangte werden kann, die Financial Conditions. Und hier haben wir gestern ja die Zahlen der Bank of America gesehen und vergleichen mal die Loans mit den Deposits. Deposits sind praktisch die Einlagen, also das, was die Leute dann auf ihr Konto packen. Und die Einlagen haben sich seit 2008 verdoppelt. Wir sehen jetzt vor allem seit der Corona-Krise Helikoptergeld etc. haben die Leute ihr Geld auf die Bank gepackt. Wie schaut es aber mit der Kreditvergabe aus? Die ist auf dem Niveau von 2008, die hat sich nicht verändert und dieses Riesengap sagt alles. Das Quantitative Easing der US-Notenbank hat keinen Effekt auf die Kreditvergabe, null. Es landet eben dann diese Liquiditätsflut auf den Konten der Banken. Die Banken wissen gar nicht, wohin damit, weil sie dem Konsumenten latent misstrauen. Parken sie es lieber bei der Fed in diesen Reverse Repos, gestern auch wieder fast 900 Milliarden Dollar. Also da ist schon etwas im Argen. Es wird hier sozusagen behauptet, dass die Politik der US-Notenbank effektiv sei, das tut Lagarde ja für die EZB auch, oh Gott, was machen wir Tolles, wie toll stützen wir die Wirtschaft etc. etc. Es gibt ja eine Untersuchung, die ich kürzlich mal gezeigt hatte in einem Video der Notenbank der Notenbanken, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die zeigt, dass der Effekt vor allem am Anfang des QE mit dem Faktor 10 stärker ist als der Effekt auf die Wirtschaft. Das heißt, man pumpt die Assetpreise nach oben. Für die Wirtschaft ist das kaum wirklich relevant. Jetzt haben wir gestern ja diese seltsamen Aussagen gesehen von Jerome Powell und das ist schon allergrößte Kunst, was der FED-Chef hier gebracht hat. Gestern Paul, incoming inflation has been higher than expected. Also die Inflation war höher als erwartet. Und dann Paul wiederum, naja, die Inflation war consistent with what FED expected. Also war übereinstimmt mit dem, was die FED erwartet hat. Also einerseits war es höher und auf der anderen Seite war es übereinstimmend, gell? Wir sind gestern überraschenderweise von einem Regenschauer erwischt worden, den wir bereits erwartet hatten. Das ist in etwa dasselbe. Also das ist schon wirklich etwas merkwürdig. Auf der einen Seite ist man überrascht, auf der anderen Seite ist es im Raum der Erwartung. Und jetzt, Paul gestern auch, Fed lacks certainty that higher inflation is transitory. Echt? Also man hat doch keine Sicherheit, dass die Inflation vorübergehend ist und das ist ja sozusagen das große Thema, um das sich alles kreist an den Finanzmärkten. Inflation nachhaltig ja oder nein, but still believes it to be the case. Aber wir glauben nach wie vor, dass es so ist, gell? Wir haben keine Sicherheit, aber wir glauben. Also wir sehen, das Ganze verschiebt sich jetzt in den Glauben. Vorher war man sich da noch etwas sicherer, wähnte sich auf den Boden der Tatsachen. Jetzt haben sich die Tatsachen verungünstigt, könnte man sagen. Also wird man ein bisschen jetzt ins Religiöse getrieben, wie es scheint, und hofft. Und wir sehen, dass diese Hoffnung natürlich, naja, so ein bisschen schwindet. Gestern etwa das Beigebuch um 20 Uhr veröffentlicht werden. Da spricht man davon, dass die Wirtschaft in den USA sich weiter verbessert hat im Juli und es sagt eben auch, dass die meisten sagen, diese Inflation wird dauerhaft sein, nicht vorübergehend.
Supply-Side Disruptions ist ein ganz, ganz großes Thema. Also hier die Leute am Boden sozusagen, die sagen, nö, also das mit dem Transitory oder Transient, das ist nicht der Fall. Diese Inflation ist etwas dauerhafter. Gestern Paul dann auch noch, Inflation is well above 2%. Die Frage wird sein, ob sie in 6 Monaten da noch ist oder drüber ist oder wo sie überhaupt ist. Ist das eine neue Definition von Transitory? 2% weiß man nicht. Jedenfalls sehen wir in den nächsten Jahren, wie Goldman Sachs hier zeigt, eine massive Preissteigerung bei Mieten. Das wird dann alleine schon, weil das ein so dominanter, ein so wichtiger Faktor ist bei der Berechnung der Inflation, alleine schon dafür sorgen, dass diese Inflation wahrscheinlich nicht transient, nicht transitory, nicht vorübergehend ist. Und hier nochmal zurück zum Beigebook. Vor allem hier die Preissteigerung, Shortages, also Engpässe. Hier sehen wir, dass der Anteil derjenigen, die sagt, ja, da gibt es massive Engpässe, der wird immer höher. Das gilt, by the way, auch für die Eurozone. Hier haben die Befragten gesagt, einige Kontakte, wie das im Beigebook heißt, sagen, this is transitory. The majority expect further increases in input costs and selling prices in the coming month. Also man geht davon aus, dass die Preise weiter steigen. Die meisten gehen davon aus. Das heißt, die Fed ist hier im Widerspruch mit den Wirtschaftstreibenden und im Zweifel würde ich da an den Wirtschaftstreibenden glauben und nicht der Fed. Ich hatte gesagt, gilt auch für die Eurozone. Hier sehen wir lack of equipment as a factor limiting production, also Mangel an Produkten, an Ausstattung, an Dingen, die man für die Produktion braucht, führt eben zu einer Begrenzung dieser Produktion. Also hier auch Lieferengpässe ein Riesenthema. Paul hat gestern gleichwohl mit seinen dovischen Aussagen die Renditen nach unten gebracht. Wir sind wieder deutlich unter der 1,40-Marke bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die Indizes waren wenig verändert, zwischen plus 0,1 und minus 0,2%. Der Russell allerdings, dieser Nebenwerteindex, deutlich wieder im Minus. Der läuft schon schlecht, also die Small Caps, die kleineren Aktien, vor allem aus dem Bereich Value. Hier sehen wir mal Russell Value gegen Growth. Russell 1000, also die Tech-Aktien, alles was Growth ist, entwickelt sich deutlich besser derzeit. Und wir sehen, dass Paul es eben auch geschafft hat, die Fed Fund Futures zu beeinflussen, was Zinsanhebungen betrifft. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt Richtung Ende 2022 wieder etwas geringer geworden. Also das ist wirklich Management von Märkten, was Jerome Powell gemacht hat. Schauen wir uns mal an, welche Sektoren gestern gelaufen sind. Utilities, Versorger, die laufen immer dann gut, wenn die Renditen fallen, weil sie selber dividendenstark sind und ein Anleihenersatz sind sozusagen. Und wir sehen Materials, Industrials, Financials, also die Reopening Story, die Boom-Story, die hat wieder gelitten, vor allem auch Energy, nachdem der Ölpreis gestern deutlich abgesackt ist. Also sehen wir jetzt mal nach China und gucken uns an, China, was da so los ist. Da kamen ja die Zahlen jetzt zu den wichtigsten Wirtschaftsdaten in China, Einzelhandelsumsätze etwas besser. BIP etwas schwächer mit 7,9%, Industrieproduktion etwas besser als erwartet. Also so, ja, ist okay, ist jetzt nicht überragend. Hier sehen wir mal diese Wachstumsabschwächung, die wir hier sehen. Klar, es ist immer prozentual schwieriger, dann nochmal zuzulegen, was die Prozentzahl betrifft. Aber wir sehen schon, das ist so ein bisschen abgeschwächt, übergeordnet, das Wachstum. Zum Vorquartal geht ein bisschen nach oben. Und apropos China, wir haben ja diesen Kampf gesehen. Ich hatte gestern auf diesen Artikel verwiesen, warum China seinen Hightech-Sektor zerlegt. Hier mit Didi, mit Arndt, all diese Aktionen. Kampf der Roten Prinzen. Ein Artikel, der viel geklickt wurde, weil er wirklich interessant ist. Und jetzt ist bekannt geworden, dass ARK Innovation, also meine beste Freundin Cathy Wood, nach Marcel Fratscher vielleicht beste Freundin, wenn man jetzt einmal die Hierarchie behalten will. Jedenfalls hat sie ihre China-Exposure deutlich nach unten gefahren. Die hatte eben solche Werte wie Didi und die hat eben auch diese unprofitablen Tech-Unternehmen und hat dementsprechend, nachdem ARK Innovation zuletzt nach erstem großen Fall dann sich wieder erholt hat, jetzt aber allerdings wieder schwach auf der Brust, 5,8% von dem Opening am Montag. Also unprofitable Tech-Unternehmen laufen auch nicht so gut.
Und die von Cathie Wood noch weniger. Und ganz schlecht laufen derzeit die Meme-Stocks, also AMC GameStop, also diese großartigen Geschichten, wo Leute dann zu überteuerten Kursen irgendwelche Schrottaktien kaufen, in der Erwartung, schnell hier Kohle machen zu können und dann irgendwelchen Silberrücken der Börse wie mir sagen: Guck mal, du hast keine Ahnung von diesen Geschichten, gell, weil die haben eine ganz tolle Zukunft. Jetzt ist das Portemonnaie etwas schmaler geworden und die Zukunft vielleicht auch. Jedenfalls sehen wir hier Abverkäufe auf breitester Front. Heute Morgen frisch auf finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Ich werde Ihnen den Artikel unter das Video verlinken, wie da das Massaker aussieht. Ist das jetzt eine Kaufchance? Sollen wir da mitzocken? Ja oder nein? Schauen wir da mal. Wenn Sie den Artikel lesen, haben Sie vielleicht einen Eindruck. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag und sage Servus und Ciao.